Hallo und ganz herzlich willkommen zu Hamburg 1 aktuell. Es ist Montag, der 20. September und das sind unsere Themen heute. Endspurt eingeläutet. Noch 6 Tage bis zur Bundestagswahl. Testprojekt gestartet. Autonomer Bus in Bergedorf jetzt für Gäste nutzbar. Rettungszentrum eröffnet. Neubau für mehr Sicherheit auf der Alster. Endspurt. 6 Tage noch bis zur Bundestagswahl. Heißt auch, heute in einer Woche sind wir alle schon ein wenig schlauer, denn dann hat Deutschland bereits gewählt. Gestern Abend stand erst einmal noch das letzte Triell zwischen SPD-Kandidat Scholz, Grünen-Kandidatin Baerbock und Unionskandidat Laschet bei ProSieben und Sat.1 an. Wir haben uns in der Stadt umgehört, ob die Menschen das Triell geguckt haben und jetzt wissen, was sie wählen. Ich habe schon in Briefwahl gewählt. Insofern hat es mich jetzt nicht weiter zum Ändern gebracht in meiner Meinung, aber eigentlich wurde meine Meinung bestätigt. Nein, ich gucke jetzt in Lanken mir das mit den Triell. Jeden Abend und gestern auch, ich gedacht, nee, jetzt langt das auch. Und das hört ja, kommt ja immer das Gleiche raus. Es kommt doch überall das Gleiche raus, wirklich. Haben Sie sich denn schon entschieden? Nee, immer noch nicht. Ich habe meine Entscheidung eigentlich schon vor Monaten gefällt, weil ich mir die politische Entwicklung angeschaut habe und da waren eigentlich genügend Punkte, an denen man festmachen kann oder konnte, was man zukünftig wählt. Für viele dürfte es dennoch besonders schwierig sein in diesem Jahr, aber für die Unentschlossenen sind es ja noch ein paar Tage Zeit bis zum Sonntag. Mitte Oktober soll Hamburg zum Zentrum für intelligente Verkehrssysteme werden mit dem ITS-Weltkongress. Der findet vom 11. bis zum 15. Oktober hier statt. Seit Monaten werden deshalb auch in Hamburg schon neue Techniken ausprobiert. In Bergedorf zum Beispiel sind autonom fahrende Busse im Einsatz. Per App oder per Telefon kann der Service dort ab morgen gebucht werden. Seinen Chauffeur braucht der Bürgermeister für diesen Ausflug nicht. Das autonome Shuttle E-Moin fährt Peter Tschentscher durch die Straßen von Bergedorf. Ein Fahrbegleiter ist zwar mit an Bord, der Bus fährt aber komplett eigenständig. Einige ungeplante Stopps legt das Shuttle noch ein. Nach wenigen Minuten kommt der Bürgermeister aber wieder sicher am Depot an. Das Fahren ist sehr bequem. Die Busse fahren sehr elegant an und bremsen auch sehr komfortabel. Allerdings nur dann, wenn nichts im Weg ist. Wenn also jemand vor den Bus läuft, würde dieser Bus eine sehr starke Bremsung machen. Und das ist aus Sicherheitsgründen auch nötig. Deshalb gilt in den Bussen trotz einer Maximalgeschwindigkeit von nur 15 km/h Anschnallpflicht. 6 Fahrgäste gleichzeitig finden in den Shuttles Platz. 3 Modelle drehen im Bergedorfer Villenviertel ihre Runden. Gut zu erreichen vom Bergedorfer Bahnhof. Alle 5 Minuten fährt in der inneren Stadt schon ein öffentliches Nahverkehrsmittel. Wir wollen, dass in der äußeren Stadt alle 5 Minuten auch ein Nahverkehrsmittel fährt. Und dafür brauchen wir die autonomen fahrenden Shuttles. Und deswegen ist es sinnvoll, auch mit diesen Shuttles eben nach Bergedorf beispielsweise zu gehen, um zu gucken und zu testen, ob das hier funktioniert. Autonom fahrende Shuttles gibt es in Hamburg schon. Der elektrische Kleinbus Heat fährt durch die Hafen City. Er braucht zur Orientierung allerdings an den Straßen verbaute Sensoren. Der E-Moin in Bergedorf orientiert sich ausschließlich an eigenen Sensoren im Innenraum. Und zum Zweiten fährt der Bus in der Hafen City auch nur auf einer bestimmten Route. Und diese Busse fahren hier quasi kreuz und quer in einem bestimmten Bediengebiet. Das ist jetzt auch nicht super groß, aber es ist natürlich ein anderer Anspruch für so ein Fahrzeug. Und vor dem Hintergrund sind das schon sehr substanziell andere Testumgebungen. Abgesehen davon ist die Hafen City natürlich noch ein bisschen quirliger als das Bergedorfer Villenviertel. Ab Dienstag können die Shuttles von Fahrgästen gebucht werden. Die Testphase läuft bis Oktober. Die Ergebnisse werden dann beim ITS-Weltkongress in Hamburg präsentiert, zusammen mit weiteren innovativen Projekten der Mobilität. Und wir kommen zu weiteren Meldungen aus der Stadt im Nachrichtenüberblick und beginnen in Bahrenfeld. Die Start-up Labs Bahrenfeld sind am Montag offiziell eröffnet worden. Junge Unternehmen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich sollen in die Labore, Werkstätten und Büros einziehen, die hier auf insgesamt 2700 Quadratmetern entstanden sind. Die Start-up Labs befinden sich in der zukünftigen Science City Bahrenfeld in unmittelbarer Nähe zum DESI. Das Innovationszentrum für junge Unternehmen ist ein Gemeinschaftsprojekt von DESI, der Universität Hamburg und der Stadt Hamburg.
Deswegen glaube ich, ist das ein wichtiger Impuls, den wir für die Wissenschaft und Forschung, aber auch für die Innovation unserer Wirtschaft brauchen. Denn es gibt große Zukunftsaufgaben im Klimaschutz, in der Biotechnologie. Von den insgesamt 17,5 Millionen Euro Baukosten trägt die Stadt 14,2 Millionen. Nachdem am Wochenende 14 weitere Corona-Todesfälle gemeldet worden waren, ist am Montag ein weiterer hinzugekommen. Die Zahl der Personen, die in Zusammenhang mit dem Virus verstorben sind, liegt somit bei 1692. In Hamburger Krankenhäusern werden 132 Covid-Patienten behandelt, 48 von ihnen auf einer Intensivstation. Die Gesundheitsbehörde meldet am Montag 92 Corona-Neuinfektionen. Die Inzidenz sinkt damit auf 64,7. Am Hamburg Airport stehen ab sofort 4 Stellplätze nur für E-Taxis zur Verfügung. Jeweils die ersten beiden Plätze der Taxireihen an Terminal 1 und 2 sind nun den elektrisch betriebenen Fahrzeugen vorbehalten. Interessierte Fahrgäste sollen so einen unmittelbaren Vorteil erhalten, wenn sie sich für ein E-Taxi entscheiden, so die Verkehrsbehörde. Damit unterstützt der Airport das städtische Förderprogramm Zukunftstaxi, mit dem Anreize für die Elektrifizierung der Hamburger Taxiflotte geschaffen werden sollen. Dazu gehört auch eine neue Schnellladestation in der Taxiwartezone am Flughafen. Mittlerweile gibt es in Hamburg rund 50 E-Taxis, 100 weitere sind bestellt. Ab dem 1. Oktober startet außerdem die zweite Förderstufe des Programms, die sich speziell an E-Taxis mit Möglichkeiten zur Rollstuhlbeförderung richtet. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit, Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank und die Leiterin des Inklusionsbüros Nina Gust haben heute die Inklusionsflagge am Rathaus gehisst und damit zum 6. Mal die Veranstaltungsreihe Zeit für Inklusion eingeleitet. Bis zum 14. Dezember sollen in Hamburger Vereinen und Kultureinrichtungen Veranstaltungen angeboten werden, die den Austausch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung fördern. Unter www.hamburg.de/zeit-für-inklusion kann das kostenfreie Angebot aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen eingesehen werden. So modern sieht er aus, der Anbau des Polizeikommissariats 2 an der Außenalster. Von dort soll künftig für mehr Sicherheit auf dem Wasser gesorgt werden. Doch es gibt auch Kritik am neuen Wasserrettungszentrum. Traumhafter Blick auf die Alster, schöne Ausstattung und Baukosten von rund 13.000 Euro pro Quadratmeter. Was wie eine Luxuswohnung wirkt, ist in Wirklichkeit das neue Wasserrettungszentrum an der Außenalster. Von hier aus sollen Hilfsorganisationen wie die DLRG künftig Menschenleben retten. Auch für Innensenator Andi Grote ein wichtiger Schritt. Sie hatten keinen festen Stützpunkt, keine Anlaufstelle, von der aus sie ihren Dienst organisieren konnten. Auch keine angemessenen Rahmenbedingungen, Arbeitsbedingungen für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Und das haben wir jetzt. Also das ist eine ganz andere Basis, um von hier aus dann auch für Sicherheit auf der Alster zu sorgen. Denn das begehrteste Wassersportgebiet der Stadt birgt viele Gefahren. Gerade in den letzten Jahren habe sich die Nutzungsfrequenz auf der Außenalster deutlich erhöht. Bei einer zunehmenden Zahl von Tretbooten, Stand-up-Paddlern, Schlauchbooten und Ruderbooten steigt die Gefahr von Unfällen natürlich an. Also wir haben gerade in der Corona-Zeit hier vermehrt Partys und auch Brückensprünger gehabt. Es ist hier zu wirklich unschönen Verletzungen in dieser Saison gekommen, dass zum Beispiel ein Brückenspringer in eine Eisenstange gesprungen ist und ihm den Fuß durchbohrt hat, wo solche Personen dann abtransportiert werden mussten. Im letzten Jahr sind 6 Menschen auf der Alster sogar tödlich verunglückt. Durch das neue Zentrum soll künftig schneller geholfen werden können. Schon 2016 entstand die Idee zu dem Projekt. Erst Mitte 2019 wurde ein Bauantrag eingereicht. Nach insgesamt 5 Jahren ist der rund 1,4 Millionen Euro teure Anbau nun fertig. Dann ist das halt ein sehr sensibler Standort. Das muss man erstmal hinkriegen, hier auch ein Bauvorhaben so auf die Beine zu stellen, dass alle sagen, okay, so kann man hier bauen, also die Baugenehmigung zu bekommen. Der Oberbaudirektor hat mitgesprochen, die Umweltbehörde hat mitgesprochen. Im Bezirk gab es viel zu erörtern. Die Finanzierung musste auf die Beine gestellt werden. Und wir hatten uns auch gewünscht, dass es schneller geht. Aber dann kann auch mal so ein kleines Gebäude, weil es in sich doch sehr kompliziert war, relativ lange dauern. Und trotz kleinem Gebäude gab es großen Widerstand. Eine Bürgerinitiative mit über 600 Unterstützerinnen und Unterstützern kritisierte den kubistischen Neubau unter anderem als Verunstaltung. Heiko Mählmann von der DLRG hat dafür wenig Verständnis.
Grundsätzlich hat die Bürgerinitiative ja zu verstehen gegeben, wir haben nichts gegen die DLRG, aber nicht hier in meinem Vorgarten und in meiner Umgebung. Und das ist sehr, sehr unverständlich. In jedem Fall gilt, wer von nun an auf der Alster sportlich unterwegs ist, darf sich ein kleines Stück sicherer fühlen. Wir kommen zum Sport und es liegt ein erfolgreiches Wochenende hinter den Hamburger Vereinen. Den Handballern vom HSV Hamburg gelang gestern im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen der erste HBL-Sieg. Endstand vor über 3000 Zuschauern 32-27. Erfolgreich verlief auch der siebte Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der HSV konnte ja als Derby-Sieger in Bremen vom Platz gehen und auch der FC St. Pauli konnte mit 4-1 gegen den FC Ingolstadt gewinnen. Überragender Akteur war dabei Maximilian Dittgen. Natürlich gibt es immer Sachen, die man noch irgendwo besser machen kann, aber ich glaube, man sollte dann auch nicht das Haar in der Suppe suchen bei so einem Tag. Wann durchweg schönes Spiel, glaube ich, auch für die Zuschauer. Und hat mich natürlich auch gefreut, dass die Ultras jetzt wieder im Stadion waren. Durch den vierten Heimsieg im vierten Spiel kletterten die Kiezkicker in der Tabelle auf Platz 3. Der HSV sprang durch den Sieg im Nordderby vorbei an den Bremern auf Platz 6. Bleibt uns noch der Blick aufs Wetter. Frank Böttcher, wie wird's denn? Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Zwischen einem Tiefdruckgebiet über Osteuropa und dem Azorenhoch wird zunächst noch recht kühle Luft herangeführt. Am Mittwoch allerdings, da flammt nochmal der Spätsommer ein bisschen auf. Es wird deutlich wärmer, Temperaturen bis fast 20 Grad. Ehe dann am Freitag ein Tiefdruckgebiet, und zwar ein Sturmtief, in Richtung Ostsee zieht. Es bringt uns dann nicht nur mächtig Wind, sondern auch einen vorübergehenden deutlichen Temperaturrückgang. Jetzt in der Nacht ist es meistens dicht bewölkt. Später lockert die Wolkendecke auch mal auf. Da sind zumindest die Sterne mal zu sehen und der noch ziemlich volle Mond. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte um 8 Grad. Der Tag morgen beginnt dann auch mit meistens dichteren Wolken. Ein paar Wolkenlücken sind auch dabei, aber insgesamt überwiegen doch die dichten Wolken. 1 bis 2 Stunden Sonne bekommen wir zusammen an einem Tag, an dem immerhin 12 Stunden Sonne möglich wären. Also ein eher bewölkter Tag. Es bleibt meistens trocken. Auch am Nachmittag und am Abend ziemlich viele Wolken über der Hansestadt. Zwischendurch mal ein paar Aufhellungen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Wolkendecke nicht so sehr dicht ist, sodass man immer ab und zu mal die Sonne durchschimmern sieht. Auch am Abend bleibt es bewölkt und meistens trocken, die Temperaturen dann bei etwa 13 Grad. Am Mittwoch, der schönste Tag in dieser Woche, Temperaturen bis fast 20 Grad, die Sonne ist auch mal dabei und dann kommt der Donnerstag, ein Sturmtief naht, es gibt ziemlich viel Wind, die Temperatur nur noch bei 15 Grad, Regen, später auch Schauer und Gewitter. Am Freitag einzelne Schauer möglich, die Temperaturen steigen langsam wieder an, sodass es am Wochenende ganz erträglich wird, Sonne und Wolken meistens trocken bei Temperaturen um 17 Grad am Samstag. Und mit den Aussichten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Vielen Dank, Frank Böttcher. Das war's von uns. Wir sind zur vollen Stunde wieder für Sie da. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.